Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Illusion of Time. Ja. Ach nee, bevor ich es vergesse. Ja, ein rotes Juwel können wir hier noch finden. Und zwar ganz einfach, indem wir hier raus und rein rennen und warten, bis der Angler-Typ hier vorne sitzt. Weil dann hat er hier einen Krug hinten an sich dran und da können wir dann ein rotes Juwel rausholen. Und das kann jetzt dauern. Einige Minuten. Das Dumme ist, wenn er dann da vorne erscheint und man dann aus Versehen wieder diese Höhle betritt und wieder rausgeht, ist er wieder weg. Das kann nervig sein. Ich habe da schon mal eine halbe Stunde dran gesessen oder eine Stunde sogar. Und dann, ja, war der weg. Dann ist er kurz erschienen. Und ich bin wieder reingegangen in die Seehöhle, aus Versehen. Und dann, ja, konnte ich wieder eine halbe Stunde lang da mich dran setzen. Ist er wieder erschienen. Und da war ich ziemlich genervt. Aber auch zu Recht, glaube ich. Ja, das ist jetzt dumm. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Es kann nach 2 Malen sein, dass er da ist. Oder es kann auch eine halbe Stunde dauern. Es kann auch eine Stunde dauern. Es kann auch sein, dass ich in den nächsten... Oh, da ist er. Rotes Juwel gefunden. Ja, juhu. Ja. Also wie gesagt, warum die Entwickler das so gemacht haben, dass man sich hier so ärgert, das bleibt deren Geheimnis. Naja, Glück gehabt. So ist es dunkel, wir müssen nach Hause. Weil das Essen ja auch bald fertig sein müsste. Die Pastete. Ja, mal gucken. Wills Haus, ja, was ist das? Ein Schwein. Ein Schwein ist in Wills Haus eingedrungen. Was macht dieses Schwein in meinem Haus? Das frage ich mich auch. Neues Haustier vielleicht? Grunz, Grunz. Okay. Wir gehen mal nach oben. Oder auch nicht. Das Schwein kommt und schiebt uns zur Seite? Tatsächlich. Was soll das? Und was ist das? Ein Mädchen. Hamlet, du sollst keine Fremden angrunzen. Ist das dein Haus? Es gehört meinen Eltern. Du siehst ein bisschen schäbig aus. Na danke. Wie nett. Es gibt wichtigere Sachen. Oder Dinge. Wo sind deine Eltern? Nicht zu Hause? Sind das auf dem Bild dort deine Eltern? Mein Vater ist ein Forscher. Er... Ich weiß, ein Mann der Forscher. Man sagt, er sei verschollen. Eines Tages wird er zurückkommen. Das ist komisch. Sie fragt, ob meine Eltern da sind. Weiß aber, dass er verschollen ist. Und sie sagt, ich sehe schäbig aus. Das ist sehr nett. Denkst du oft an deinen Vater? Nee, natürlich nicht. Es muss sehr schwer sein für dich. Ich fühle mit dir. Wie nett. Magst du eigentlich Musik? Ja, meine Oma Lola ist eine begnadete Sängerin. Ich hörte sie oben singen. Sie hat eine schöne Stimme. Ja, das sehe ich genauso. Ja, sagt sie noch was? Ja, okay, dann gehen wir nach oben. Und mal gucken, was unsere Großeltern machen. Willkommen zu Hause, Will. Wenn ich singe, verliere ich jegliches Zeitgefühl. Das Essen dauert noch. Immer noch. Es dauert ja lange. Unglaublich. So hat Oma schon lange nicht mehr gesungen. Seine Großmutter Lola war eine große Sängerin. Ihre Stimme hat mich verzaubert. Deswegen habe ich sie auch geheiratet. Ahaha, das ist schon so lange her. Will, du solltest nicht überrascht sein zu hören, dass das Mädchen, das gerade hier war... Hilfe! Ein Schrei von unten. Was ist das? Schlimme Musik. Was passiert? Der Schrei kam von dem Mädchen. Mich verschiffen wollen und der Kleine helfen, das gibt's ja überhaupt nicht hier. Wird vernachlässigt. Hallo, ich bin das Kind. Die wollen mich verkaufen. Und der helfen sie. Das gibt's doch gar nicht. Nee, ich gehe nicht nach unten. Ich bleib hier oben. Nee, ich gehe nicht nach unten. Nee, okay. Ja, was ist los? Wachen? Soldaten? Kara, wir haben dich überall gesucht. Ich kenne dich nicht. Verschwinde.
Aber Kara, wenn ich dich nicht zurückbringe, werd ich um einen Kopf kürzer gemacht. Was kümmert es mich, ob du deinen Kopf verlierst? Naja, unsere Kara. Es wird unsere beste Freundin werden. Prinzessin, denkst du, ich habe nichts anderes zu tun, als dir nachzujagen? Ich muss dich zurückbringen, Befehl des Königs. Ja, und wie er sie mitschleppt, ist auch komisch. Ist auch ein origeller Trick. Wahrscheinlich ein Magnet, den er im Rücken hat oder so. Will, ich musste dich anlügen. Ich bin Kara, die Tochter des Königs. Es kommt mir vor, als würden wir uns schon lange kennen, als wären wir gute Freunde. Und deswegen sagt sie, wir sehen schäbig aus. Das ist sehr logisch. Wie nett. Tschüss, Kara. So, das war's. Und die Musik wird wieder normal. Als sei nichts gewesen. So, was sagt Opa? Das arme Mädchen. Edward Schloss. Darunter befindet sich eine große Unterführung. Dein Großvater hat sie gebaut. Opa, ehrlich? Ich war früher Architekt. Unter dem Schloss ist ein Gefängnis. Es ist wie ein Labyrinth gebaut, um jede Flucht zu verhindern. Ich fühle mich schuldig, weil ich ein Gefängnis gebaut habe, in dem Leute für immer verschwinden. Das ist schlimm. Genug geredet, das Essen ist fertig. Ich habe eine leckere Pastete gemacht. Lasst uns nach oben gehen. Ja, ich habe auch Hunger. Okay, ja, dann gehen wir nach oben. Es gibt leckere Schneckenpastete, mit Schlagsahne. Ich aß nur ein Stück. Opa Bill hat die halbe Pastete verdrückt. In dieser Nacht träumt Will von einer großen Weltreise mit Kara. Wie kann man nur? Am nächsten Morgen geschieht etwas Unvorhergesehenes. Okay, was ist los? Ich habe dir ein Stück von der Schneckenpastete übrig gelassen. Okay. Guten Morgen, Will. Hier ist ein Brief von König Edward für dich. Das hier steht in dem Brief. Bringe Olmans Kristallring zum Schloss des Königs, König Edward. Seit ich den Brief las, ahne ich etwas Schlimmes. Was denn? Oh, Will, ich verrate dir einen Zauber. Wenn mich Sorgen plagen, summe ich diese Melodie. Lola summt eine seltsame Melodie. Die ist hübsch. Obwohl du sie vorher noch nie hörtest, kommt dir die Melodie bekannt vor. Ja, sehr schön. Du hast Lolas Melodie gelernt. Schön. Ja. War's das? Sei vorsichtig. Okay. Also, was sollen wir tun? Wir müssen zu König Edward. Also Edward, nicht der Edward von Twilight, sondern der Edward vom Spiel hier. Also kein Vampir, vermutlich. Aber eins kann ich sagen, Vampire werden wir hier auch noch begegnen, in dem Spiel. Naja, die meisten von euch wissen, was ich meine. Und die mag ich nicht gerne. Ja. Dann würde ich sagen, müssen wir los. Lässt er uns durch? Nee. König Edward hat dich in sein Schloss beordert? Na dann, viel Glück. Okay. Wir dürfen doch durch. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's. Wohin willst du reisen? Zurück zu Edward Schloss. Ja. Also die Reisen verlaufen hier so, dass, wenn ich jetzt Edward Schloss eingebe, wird er automatisch sich dahin bewegen. Das heißt, es gibt jetzt keine, keinen Zwischenweg, wo ich irgendwie dahin laufen muss, irgendwelche Levels durchlaufen muss, um dahin zu kommen. Ins nächste Stage. Ins nächste Gebiet. Besser gesagt. Und ja, deswegen gebe ich das ein und wir bewegen uns automatisch über die Weltkarte zum nächsten Ort. In diesem Fall zu Edward Schloss. So. Da wären wir.
Das ist König Edward Schloss. Ich muss den Eindringen melden. Will zeigt der Wache den Brief. Ein Gast des Königs? Es tut mir leid. Willkommen im Schloss. Das hört sich gut an. Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Das Schloss zu erkunden. Hier können wir noch nicht hoch. Was haben wir hier noch? Hier können wir hoch. Vor kurzem wurde ein Jäger angeheuert. Ich frage mich, was der König vorhat. Ich auch. Ein Jäger. So. Halt, nein. Zurück wollte ich jetzt nicht eigentlich. So. Hier können wir runter oder hoch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal runter. Das ist der Schlosskerker. Das Betreten ist streng verboten. Okay. Also erstmal hoch. Ich glaube, hier war jemand. Oder? Nee, doch nicht. Komisch. Du bist also Will. Hat der König dich herbeordert? Sei vorsichtig, wenn du mit ihm sprichst. Okay. Ich muss mal. Okay. Leider habe ich keinen Dosenöffner. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Ja. Okay. Ja. Wenn ich diesen Weg lang gehe, werden wir eine Person wiederfinden, wieder treffen. Ja, und welche das ist, könnt ihr bestimmt denken. Aber ich sage noch nichts. Weil ich muss vorher einen Schnitt machen. Und dann geht's weiter, dann werden wir den König kennenlernen und eine alte Bekannte wieder treffen, die wir, ja, bis gerade eben noch gesehen haben. Und zwar Kara. Juhu. Jetzt habe ich's doch gesagt. Wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Egal. Wie das Treffen verlaufen wird, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, ja, tschüss.